Und dann jedes Mal, wenn wir den Bolero des Feuers spielen, dann kommen wir dann hier hin. Ne? Ob das jetzt gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber wir müssen hier weiter. Hier unten in die Leiter hinunter wahrscheinlich. Ich freue mich schon drauf. Weißt du, da sind wir gerade aus dem Waldtempel raus, kommt gleich der nächste Tempel. Ah! Oh shit. Oh shit. Das war keine gute Idee. Der Feuertempel. Wir doomed. Kommen jetzt einmal die Fliegemäuse hier an. So. Double Kill. Ne, also so viel Zeit muss sein. Jetzt, da drüben können wir nicht durch. Also können wir nur hier lang, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Sieht so aus. Kein Problem, dann gehen wir halt hier lang. Hey! Hey, Star. Bist du es, Mammut? Tatsächlich, Mammut. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Inferno! Ja, ist doch toll. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen und scheitern. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Mammut, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Mammut. Join the dark side and create an Inferno. Ja, ne, weißt Bescheid. Ja, und wir dürfen halt jetzt gucken, wie wir jetzt hier ein bisschen vorankommen. Er kämpft da schon gegen den Boss. Einfach mal hinten durch die Bosstür. Gar nicht schlimm. Wir versuchen, die legendäre Waffe zu finden. In der Hoffnung, dass es auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Keine Ahnung. Also hier haben wir schon mal die eine Zelle. Und dahinter ist auch eine Truhe. Yay! Hi! Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich die oberen Stockwerke bringt. Ja, wird schon. Gut. Direkte Vorstellung ist manchmal schon eine Qual. Ein kleiner Schlüssel. Und damit kann ich die eine Tür da öffnen, die wir da gesehen hatten. Gehe ich mal von aus. Ist das da ein Loch im Boden? Kann sein. Muss ich mir gleich mal ein bisschen genauer angucken. Vielleicht kann ich da ja runterspringen. Ja, so. Ich weiß ja nicht, es könnte auch mein Tod sein. Wir lassen das erstmal offen. Wenn ich nicht mehr weiterkommen sollte, dann kann man das immer noch versuchen. Dass man halt da versucht, irgendwie reinzuspringen, um dann irgendwie weiterzukommen. Aber ich glaube nicht, dass es der offizielle Weg ist. So, hier muss ich jetzt wieder andingsen. Irgendwie.
dachte ich, hier zu weit weg. So, jetzt aber. Okay. Ich glaube, der vom Prinzip her nicht verkehrt, aber hier gibt es irgendwie nichts so. Ein paar Feen. Ein paar Bomben. Haben wir hier oben denn irgendwas? Nee, auch nicht. Das heißt, wir können jetzt halt einfach auch zurückgehen. Weil hier halt nichts mehr ist, was irgendwie wichtig ist. Ach, hätte ich jetzt hier hochgemusst oder was? Um jetzt da hinten rüber zu springen. So in etwa. So wird das wahrscheinlich gewollt sein. Gut. Wenn hier jetzt nichts weiter ist, gehen wir halt auf die andere Seite hin. Ich bin da ja nicht so. Flatter, 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 flatter. Boing. So, hier einfach mal die Tür aufmachen. Und ja, Feuertempel ist halt der beste, ne? Weil Feuer und so. Hier haben wir auch Steine mit Düsenantrieb. Ja. Da drüben gäbe es dann wieder eine Schlüsseltür. Wenn man möchte. Aber ich möchte im Moment nicht. Ach, kann ich einfach auf der Lava rumlaufen oder was? Tatsache. Aber auch nur eine gewisse Zeit. Ist aber schon mal gut zu wissen. Wahrscheinlich dürfen wir gleich über die ganzen Knöpels auf dem Boden da irgendwie weiterkommen. Ja, am besten ist, wir fangen hier einfach mal an. Springen dann hier gleich rüber. Ja. Ist das auch noch auf Zeit, bis das dann hier runterfällt? Ist ja Knorke. Ich weiß gar nicht, wo ich genau hin soll. Wahrscheinlich hier nach links rüber. Da drüben ist hier so ein Ollerstein, wo wir dann die Zeitdingens da benutzen können. Würdest du bitte lassen, kleines Batman? Muss mal ganz kurz gucken, wie war denn hier jetzt die Zeitmelodie? Hymne der Zeit, das ist ja doch. Rechts, unten. Nein. Rechts. Nein. Rechts. Unten. Rechts. Unten. Okay. Jetzt habe ich auch nicht den Stein oben weggemacht. Nee. Muss ich wahrscheinlich erst die Etage hoch dafür. Aber das gucken wir uns halt alles bei Gelegenheit hier an. Und nochmal so ein Goron. Na, schönen guten Tag auch. Was geht ab? Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Danke, lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Korone zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Da brauche ich immer das Relikt der Korone. Also wirklich. Ja. Kann ich jetzt die andere Tür öffnen? Also wieder von A nach B laufen hier. Aber wir kriegen das hin. Hoffe ich. Hier einfach mal rüber, ist gar nicht schlimm. Okay, der will nicht.
Na, hat nicht geklappt, so wie ich es mir vorstelle. Ja, komm, komm doch. Nein? Okay, dann nicht. Kommt hier so wieder so Flammenfledermaus. Und ich kann währenddessen nicht vernünftig hier rumgeistern. So, das war der. Gehen wir hier einfach mal ganz gemütlich hoch. Und dann gehen wir da drüben durch die Tür. Gesagt, getan. Da haben wir einen Käfig, der sich bestimmt gleich schließt oder sowas. Aber wir müssen da hin. So, was genau haben wir jetzt hier? Warten wir hier mal auf den Strahl. Okay, der tut mir instant weh. Ja, die Frage ist halt jetzt, was soll ich denn jetzt bitte schon hier tun? Ich hab doch keine Ahnung. Da oben hätten wir eine Fledermaus. Ach ja, ja, ja. Frage ist nur, ob ich hier jetzt auch wirklich irgendwie hochkomme. Nein. Oh, du sollst keine Bombe nehmen hier. Ist jetzt keine bombige Angelegenheit. Ne, da kann ich mir nicht randingsen. Auch nicht. Erst recht nicht. Warte. Drüben kann ich auch so ein bisschen runter und dann... Wow, toll. Das ist genau das, was ich immer wollte. Na super, und jetzt? Muss ich hier auch noch hochrollen.